Es war einmal eine zündende Idee. Heute, vor genau 50 Jahren, ist in Vaduz das Abendtechnikum eröffnet worden. Kennen Sie das? Sie nehmen ein Streichholz, wollen es entzünden und müssen mindestens 2 bis 3 Mal ansetzen, bis es sich entflammt. Wie oft die Gründer des ATV mit ihrem Pioniergeist ansetzen mussten, bis sich die Idee zur Umsetzung entflammen konnte, lässt sich heute leider nicht mehr nachzählen. Dass diese Flamme aber bis heute nicht erloschen ist und dass dieses Feuer immer wieder neue Ideen entflammt hat, wollen wir heute feiern. 50 Jahre vom Abendtechnikum zur Universität. Liebe Gäste, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit Ihrer Anwesenheit diesem festlichen Anlass den gebührenden Rahmen zu verleihen. Blicken Sie mit uns in die Vergangenheit, verweilen Sie mit uns in der Gegenwart und freuen Sie sich mit uns auf die Zukunft. Offiziell begrüßt werden Sie nun vom seit 1984 Rektor des ATV, dann der LIS, der Fachhochschule, der Hochschule und seit 2011 Rektor der Universität Liechtenstein. In einer Person, Klaus Näscher, bitte. Durchlauchter Herr Prinz, Herr Landtagspräsident, Herr Regierungschef, geschätzte Damen und Herren, liebe Festgäste, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Mit diesen geflügelten Worten hat mein Vorgänger, Professor Otto Seeger, am 15. April 1961 das ATV, das Abendtechnikum Vaduz, eröffnet. Heute, 50 Jahre später, dürfen wir zurückblicken auf eine Entwicklung, die vom Abendtechnikum Vaduz zur Ingenieurschule, zur Fachhochschule, zur Hochschule und schließlich nun zur Universität Liechtenstein geführt hat. Heute Abend lassen wir die Blicke schweifen über 5 Jahrzehnte. Wir werden den Charme der Ideen kennenlernen, die unsere Entwicklung ausgelöst und vorangetrieben hat. Wir werden Meilensteine beleuchten, Zeitzeugen hören und die Veränderungen in ihrer vielfältigen Art betrachten. Ich freue mich deshalb ganz besonders, Sie im Namen der Universität Liechtenstein begrüßen zu dürfen zu diesem Festanlass. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind und verstehen dies als Ausdruck der Wertschätzung und als Zeichen Ihrer Verbundenheit mit unserer Institution. Es ist mir eine ganz besondere Freude und auch Ehre zugleich, durchlaucht Herr Prinz Alvis und durchlaucht Prinz Nikolaus begrüßen zu dürfen. Ihr Großvater bzw. Ihr Vater hat auf den Tag und wahrscheinlich auch auf die Stunde genau vor 50 Jahren der Eröffnung des Abendtechnikums Vaduz beigewohnt. Ich freue mich, auch die Vertreterinnen und Vertreter des Hohen Landtags mit dem Präsidenten Arthur Brunhardt sowie die Vertreterin und die Vertreter der fürstlichen Regierung mit Herrn Regierungschef Dr. Klaus Tschütscher, Frau Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick und Herrn Regierungsrat Hugo Quaderer begrüßen und willkommen heißen zu dürfen. Ich weiß, wir haben im Laufe unserer Entwicklung manchmal den Ball etwas weit vorgelegt.
sodass das Verständnis von Regierung und Landtag oft etwas strapaziert wurde. Dennoch durften wir immer auf ihr Vertrauen bauen und auf ihre Unterstützung zählen. Gerne begrüße ich auch den Bürgermeister unserer Standortgemeinde Vaduz, Herrn Ewald Ospelt. Ein besonderer Gruß an die Präsidenten und Mitglieder der Technikumsräte, Fachhochschulräte, Hochschulräte und des jetzigen Universitätsrates. Sie haben mit Weitsicht und mit großer Umsicht die Entwicklung unserer Institution im Laufe der Jahre begleitet, geprägt und sehr unterstützt. In den 50 Jahren unserer Institution haben über 2.500 Studierende Diplomstudiengänge, Bachelor- und Masterstudiengänge erfolgreich abgeschlossen. Daneben durften wir in den letzten 25 Jahren über 2.000 Diplome auf der Weiterbildungsstufe verleihen. Über 6.000 Fach- und Führungskräfte haben Tagungen und Seminare und Kurse und über 40.000 Symposien an unserer Hochschule, an unserer Universität besucht. Am liebsten hätten wir allesamt zum heutigen Anlass eingeladen. Denn schließlich sind es die Absolventinnen und Absolventen, die das Gesicht einer Universität, einer Hochschule prägen und nach außen tragen. Stellvertretend für alle begrüße ich die Absolventen, es sind nur Männer, in den Jahren 1961 bis 1985 aus Liechtenstein. Ich begrüße auch ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden, der Behörden, der Unternehmen, Institutionen, Verbände und der Medien. Sie alle haben in der einen oder anderen Form dazu beigetragen, dass wir in den verschiedenen Stufen unserer Entwicklung auf Ihre Unterstützung zählen durften und immer sehr gute Rahmenbedingungen für unser gedeihliches Wirken vorfanden. Eine vergleichsweise kleine Universität in einem kleinen Land ist außerordentlich angewiesen auf eine gute Vernetzung und auf einen engen Austausch über die Landesgrenzen hinaus. Ich freue mich deshalb ganz besonders, Vertreterinnen und Vertreter von Universitäten, Hochschulen, Maturitäts- und Berufsschulen sowie von Hochschulverbänden und Hochschulverbünden unter uns zu wissen. Ihre Anwesenheit bedeutet für uns eine große Freude und auch Ehre. Ich freue mich auch sehr, viele ehemalige und jetzige Kolleginnen und Kollegen unter uns zu wissen. Ich bin überzeugt, dass wir heute Abend viel Gesprächsstoff haben werden. Wir dürfen heute mit Fug und Recht feststellen, dass die Universität Liechtenstein einen festen Platz in der regionalen, überregionalen und sogar in der internationalen Hochschullandschaft einnimmt. Auch mit 50 Jahren sind wir noch eine junge und dynamische Institution. Eine Universität und Denkfabrik, die sich den großen Herausforderungen, die sich heute in Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft stellen, stellt. In diesem Sinne danke ich allen, die uns die letzten 5 Jahrzehnte begleitet, unterstützt und geholfen haben. Möge die Universität Liechtenstein auch die nächsten 50 Jahre auf mindestens ebenso viel Gutwill, Engagement und Leidenschaft zählen dürfen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, einen angeregten und inspirierenden Abend. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie die kulinarische Begleitung auf unserer Zeitreise. Vielen Dank.
danke Rektor Klaus Nescher. Ich habe und bewundere immer wieder, wie Sie so frei reden. Und das beweist, ich übernehme, das beweist, dass das, wovon er redet, ganz tief drinnen einverleibt ist und er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Ich darf jetzt mit Regierungschef Klaus Tschütscher auf die Bühne bitten, um auch seitens der Regierung Glückwünsche anbringen zu können. Bitte. Ja, das Drehbuch des heutigen Abends sieht vor, dass keine großen Reden geschwungen werden dürfen. Und ich halte mich selbstverständlich daran. Ich werde nur ein paar Grußworte überbringen und selbstverständlich ein paar Gratulationsadressen. Ich freue mich, dass die Universität und die Geschichte der Universität am heutigen Abend im Zentrum stehen wird. Und ich glaube, das ist auch gut so. Deshalb ist es mir dennoch ein großes Bedürfnis, im Namen der Regierung, in meinem persönlichen Namen, Grußworte und Gratulationswünsche heute Abend überbringen zu dürfen. Meine ganz wenigen kurzen Gedanken sollen geleitet sein von Gruß, Gratulation und auch Geschenk, wie es sich auch gehört. Durchlauchter Erbprinz, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, verehrte Damen und Herren des Hohen Landtages, liebe Aurelia, lieber Hugo, liebe Mitglieder des Universitätsrates, geschätzte Professorenschaft, liebe Freunde der Universität, geschätzte Damen und Herren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Universität, und das werden Sie heute Abend noch sehen, hat in den letzten 50 Jahren viele Stationen durchlaufen und darf mit Stolz auf ihre Geschichte zurückblicken. Gleichzeitig, und das ist aus den Worten von Rektor Nescher herauszuhören, und man merkt ihm an, dass er mit großer Kraft für diese Universität geschaffen hat, das ist herauszuhören, dass sie neugierig ist, dass sie weiterhin energiegeladen ist und voller Zuversicht in die Zukunft blicken will. Die Universität, und das betone ich außerordentlich, ist ein wichtiger Pfeiler in der liechtensteinischen Bildungslandschaft. Und sie ist deshalb für die Regierung auch ein wichtiger Partner in vielen Bereichen. Und so freut es mich, und es ist für mich eine große Ehre, der Universität Liechtenstein heute zum 50. Geburtstag gratulieren zu können. Mit 50, das hat man gehört, mit 50 ist man in einem guten Alter. Man kann bereits mit einem gewissen Stolz auf das Erreichte zurückschauen. Mit 50 ist man aber immer auch noch vital und im besten Alter, um neue Ideen zu entwickeln und Pläne zu schmieden. Und ich bin überzeugt, und wir haben es gehört, an dieser Universität werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch viele Pläne geschmiedet werden. Die Universität hat in ihrem Wirken auch in den vergangenen Jahren dadurch bestochen, dass sie Elan gezeigt hat, dass sie innovationsfreudig war und dass sie vor allem zielgerichtet vorgegangen ist. Ich hoffe und ich wünsche mir auch, dass sie dies auch in Zukunft tun wird, und dass sie die Qualitäten, die sie in der Vergangenheit ausgezeichnet haben, auch künftig so leben wird. Ja, das Geburtstagskind ist in 50 Jahren rasch gewachsen und auch groß geworden. Das meine ich positiv und ist nicht als versteckte Kritik zu verstehen. Dennoch, nach dieser enormen quantitativen Wachstumsperiode, glaube ich, ist jetzt auch die Zeit gekommen einer qualitativen Konsolidierung, auch in Zeiten geänderter Umstände. Die Regierung wird die Universität in dieser Hinsicht auch in den nächsten Jahren tatkräftig unterstützen. Wenn ich nun im Namen der Regierung heute gratuliere, so tue ich das nicht, ohne mit einem Geschenk hierher gekommen zu sein. Das gehört sich für eine ordentliche und runde Geburtstagsfeier auch so. Die Regierung schätzt nämlich die Arbeit der Universität so hoch, und will dies symbolisch mit einem besonderen Geschenk zum Ausdruck bringen. Deshalb hat die Regierung an diesem Dienstag gerade noch rechtzeitig beschlossen, in Zukunft an dieser Universität einen Liechtenstein-Preis für wissenschaftliche Forschung auszurichten. Dies ist nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, sondern soll auch dem Umstand Rechnung tragen, dass mit dem Schritt hin zur Universität auch die Forschungsbemühungen an dieser Institution intensiviert werden
und auch wurden und auch in Zukunft noch tatkräftig gemacht werden. Die genaue Ausgestaltung, das werden wir uns dann noch gemeinsam überlegen. Mir war es aber wichtig, Ihnen, lieber Rektor, heute dieses Geschenk überbringen zu dürfen. Das ist auch eine Anerkennung Ihrer persönlich großen Arbeit. Ich wünsche, dass an dieser Universität der Forschungsgedanke in Zukunft den Stellenwert erhält, den wir für dieses Land auch brauchen. Wir brauchen dies als Anerkennung für die Vergangenheit, wir brauchen dies aber auch, um die Zukunftsfähigkeit für unseres Landes so hoch zu halten, wie wir uns das wünschen. Ja, wir haben auch rechtzeitig geschafft, gerade zur 50-Jahr-Jubiläum den Schritt hin zur Universität vollziehen zu können. Wir wollen dies mit dem Liechtenstein-Preis dokumentieren und wir wünschen uns eine verstärkte Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des Nachwuchses auch aus Liechtenstein heraus. Die Regierung legt deshalb besonderen Wert und setzt dieses Zeichen gerade heute und an diesem Tag bewusst und möchte Ihnen dieses Geschenk damit überbringen. Abschließend gratuliere ich der Universität en globo. Ich gratuliere allen, die zu diesem Gelingen und zum heutigen Feste beigetragen haben. Ich gratuliere der Universität zu ihrem 50-jährigen Bestehen und damit auch zu ihrer 50-jährigen Geschichte. Und ich wünsche allen Menschen, die in Zukunft sich für diese Universität einsetzen, viel Gutes gelingen, alles Gute und viel Tatkraft und Weitsicht. Ich wünsche Ihnen heute Abend eine gute, wie hat es der Rektor gesagt, eine ausgelassene Stimmung. Ich wünsche Ihnen eine spannende Geburtstagsparty. Herzlichen Dank. Danke, Regierungschef Klaus Tschütscher, Geschenkübergabe. Also das mit der Zeitbeschränkung von Reden, Herr Tschütscher, Sie haben gerade mich so angeschaut, das kommt nicht von mir. Ein guter Rektor weiß, Stundenpläne einzuhalten und aufzugeben. Und wenn man denkt, dass man da vielleicht früher in so kleinen Bänken gesessen ist, Klaus Nescher hat gesagt, es gibt heute Abend bestimmt noch viel zu erzählen, fragen Sie ihn aus. Ich habe allerhand erfahren im Vorfeld und da war zum Beispiel so eine Geschichte mit so alten Bänken, wie lange das überhaupt ging, bis man die mal auswechselte und die Schüler dann gemerkt haben, wie schön es doch eigentlich auf bequemen Stühlen auch sein konnte. Das war am Anfang im ATV einfach noch nicht wichtig. Alles Große in der Welt wird nur dadurch Wirklichkeit, dass irgendwer mehr tut, als er tun müsste. Hermann Gmeiner hat das gesagt, der Gründer der SOS Kinderdörfer. Das erste eröffnete er ebenfalls an einem 15. April, aber nicht 1961, sondern 10 Jahre vorher, 1951. Damals waren da in Liechtenstein auch schon irgendwelche, die schon mehr taten, als sie hätten tun müssen. Pioniergeister eben. Bis zur Eröffnung des Abendtechnikums im Jahre 1961 ging wohl einige Zeit Arbeit, Engagement vor und Rückschritte voraus. Was war denn da eigentlich los damals in Liechtenstein, in der Welt? Herr Dr. Ospels, bitte einen Applaus. Sie werden gleich aufgeklärt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist völlig unerheblich in diesem Zusammenhang.
Ich bin Leiter des Fürstlichen Instituts für landeskundliche Zusatzinformationen, kurz FILZ genannt, und bin für das Einbettende des heutigen Abends zuständig. Mein Auftrag soll es daher sein, die Bemühungen meiner Vorredner nicht etwa schmälernd zu relativieren, sondern vielmehr ergänzend zu optimieren. Sie kennen das ja. Herr Nescher von der Universität Liechtenstein war so freundlich, mir die Gelegenheit zu geben, Ihnen an dieser Jubiläumsveranstaltung ein paar erhellende Auskünfte über die Anfänge dessen, was heute in anderer Form gefeiert wird, mitzugeben. Die Konfusion, ich möchte da ganz offen sein zu Ihnen, die Konfusion ist groß bezüglich des heutigen Anlasses. Ich möchte da nur an die Titelseite des heutigen Volksblatts erinnern, wo zu lesen war, ich zitiere, heute Abend feiert die frisch gebackene Universität Liechtenstein ihren 50. Geburtstag. Man mag zu 45 plus stehen, wie man will, aber etwas frisch gebackenes, das 50 wird, immerhin feiern wir heute keine Bäckerei. Gut, wollen wir also feiern. 1,5 Monate Universität Liechtenstein zum Beispiel oder 50 Jahre nachtaktive Liechtensteiner. Item. Wie ich hörte, ist niemand mehr von Ihnen beim Abendtechnikum angestellt oder drückt dort die Schulbank. Falls doch, wäre es vielleicht an der Zeit, dass man Sie über die Veränderungen der letzten Jahrzehnte informiert. Auf alle Fälle obliegt es nun mir allein, Sie in die Zauberwelt der frühen 1960er Jahre zu entführen, damit Sie in der rasanten Abfolge des heutigen Abends überhaupt begreifen, weshalb Sie eigentlich hier sind, und auch damit Sie morgen am Frühstückstisch wieder einmal etwas Gehaltvolles zu erzählen haben. Also, April 1961. Oder spulen wir kurz noch ein paar Monate weiter zurück, und zwar in den Herbst 1960. Am 1. Oktober 1960 prangt auf der Frontseite des Liechtensteiner Vaterlands die Titelzeile »Die Frage der Gründung eines liechtensteinischen Abendtechnikums«. Noch ging es also um die Frage, nicht um die Antwort. Ich zitiere, am 28. des Monats, das wäre dann also der September, befasste sich die Industriekammer in ihrer Generalversammlung mit dem Plan der Gründung eines Abendtechnikums. Das Referat zu dieser Frage hielt Berufsberater Seger. Nach der Diskussion beschloss die Versammlung einstimmig, die Errichtung eines liechtensteinischen Abendtechnikums gutzuheißen und tatkräftig zu unterstützen. So schnell kann es gehen. Alles andere ist Geschichte. Ja, wollen Sie noch ein bisschen mehr haben? Gut. Gut. Nachdem sich also Industrie und Berufsbildung einig waren, ging es mit der Vision Abendtechnikum in den Landtag. Schließlich musste ja ein wohlwollender Geldgeber für dieses ambitionierte Projekt gefunden werden. Und bereits einen guten Monat später, da staunt der Laie und der Fachmann sagt da gar nichts mehr, anlässlich der Landtagssitzung vom 2. November finden wir das Abendtechnikum im anschließenden Protokoll. Fast ist man ob des horrenden Tempos geneigt zu denken, dass es damals keine anderen Sorgen gab. Wie dem auch sei, der damalige Regierungschef Alexander Frick äußerte sich in der genannten Landtagssitzung unter Traktandenpunkt 13, Stipendienordnung, wie folgt. Ich zitiere, ich kann den Landtag bereits heute dahingehend informieren, dass beabsichtigt ist, in Vaduz ein Abendtechnikum zu errichten. Punkt. Die Regierung wird dem Landtag auf die Budgetberatung hin eine entsprechende Vorlage unterbreiten, damit das Abendtechnikum, wenn möglich, im nächsten Frühling gestartet werden kann. In finanzieller Hinsicht lässt sich dieses Problem gut überblicken. Zitat Ende. Interessant in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Wortwahl dieses Problem. Das in Gedanken frisch angebackene Abendtechnikum
wird dem geneigten Landtag vorgestellt und bereits als Problem erkannt. Sei es wie es will, der Landtagspräsident Dr. Martin Riesch dankte dem Redner für seine Ausführungen und die Sitzung konnte um 17.40 Uhr beendet werden. In der Landtagssitzung vom 20. Dezember 1960 wurde es dann endlich etwas konkreter. Abermals spricht der Regierungschef Frick, der ja auch den Vorsitz im Förderungsausschuss des Abendtechnikums innehatte, diesmal unter dem Traktandenpunkt Schulwesen. Ich zitiere: Wie Sie, meine Herren Abgeordneten, dem schriftlichen Bericht entnehmen wollen, wird sich das Abendtechnikum im Großen und Ganzen selbst erhalten. Das heißt, die Honorierung der Lehrkräfte kann aus dem Schulgeld bestritten werden. In den ersten Jahren werden allerdings Anschaffungen vor allem für Physik und Chemie nötig sein. Für das kommende Jahr werden 41.000 Franken hierfür zu verausgaben. Der Beginn ist auf Frühjahr 1961 geplant. Zitat Ende. Die passende Antwort darauf folgte durch den Abgeordneten Dr. Ernst Büchel. Ich zitiere: Wir haben aus dem Referat des Herrn Regierungschefs und soeben bei der Lesung des Titels Schulwesen gehört, dass in Vaduz ein Abendtechnikum eingerichtet werden soll. Es freut mich, der Vorschlag zur Errichtung eines Abendtechnikums in Vaduz außerordentlich und ich möchte den Herren Abgeordneten empfehlen, diesem Vorschlag zuzustimmen. Zitat Ende. Tja, und das war's. Hierzu eine Fußnote. Wie mir aus wie immer bestens unterrichteten Kreisen kolportiert wurde, hatte der Gründervater Otto Seeger in seinem Finanzierungsentwurf zu Händen der Regierung geschrieben, Zitat, das Abendtechnikum wird durch die Studiengebühren finanziert, Komma, wobei das Land das Defizit trägt. Worauf der Rickenbach gestellte Lehrerseminarist und Regierungschef Frick meinte, dass dem Tragen des Defizits eigentlich mehr Bedeutung zuzukommen hätte, als lediglich eine Erwähnung in einem lapidaren Beisatz. Er forderte daher von Seeger, den Beisatz zum Hauptsatz zu machen. Ich gehe davon aus, dass dies dann auch geschah. Damit nun aber auch wirklich alles seinen richtigen Weg ging, setzten sich in der Folge die Mitglieder des Förderungsausschusses, die Herren Professor Max Auwerter, Direktor Stefan Balmer, Fürstlicher Kommerzienrat Professor Dr. H.C. Dippel Inc. Martin Hilti, Professor Otto Seeger sowie Regierungschef Dr. H.C. Alexander Frick hin und schrieben gemeinsam den folgenden Brief. Eure Durchlaucht wollen uns treugehorsamsten Untertanen gnädigst erlauben, höchst dieselben mit nachstehend untertänigsten Bitte behelligen zu dürfen. Wir täten gerne ein Abendtechnikum errichten. Und zwar hoppla hopp. Der 15. April 1961 wäre dazu gerade günstig. Samt unseren Weibern und den Kindern für die höchste Gnade um höchste Wohl den höchsten Gott bittend, schmeicheln wir uns mit der süßesten Hoffnung gnädigster Erhöhung dieser untertänigsten Bitte, die wir in tiefster Ehrfurcht erstreben. Aus Armut und Notgedrungen untertänigst und demütigst, euer durchlaucht untertänigst gehorsamste Frick, Auwerter, Balmer, Hilti und Seeger. Und nachdem es nun auch gelungen war, seinen durchlauchten Landesfürsten ins Technikboot zu holen, gab es kein Halten mehr. Zumal ja auch die bestehenden Institutionen in Zürich und Buchs der Gründung wohlwollend und auch tatkräftig gegenüberstanden. Hierzu eine Anmerkung. Für den heutigen Betrachter unvorstellbar ist in diesem Zusammenhang nicht etwa die affenartige Geschwindigkeit, mit der das Züglein Abendtechnikum aufs Geleise geschickt wurde, sondern die Ämter, Institutionen, Länder und souveränen übergreifende Zustimmung, die dem Projekt Abendtechnikum entgegenschlug. Heutzutage wäre solches jedenfalls nicht mehr möglich. Gegen so viel Einigkeit in der Sachfrage würde subito das Referendum ergriffen. Auch damals hätte der, wo das Ohr am Puls des Stammtisches gefühlt hätte, sicherlich festgestellt, dass es zu dieser Vorlage im Landtag auch kritische Stimmen und ablehnende Kräfte gegeben hätte haben müssen, welche von sämtlichen Involvierten schlicht ausgeblendet worden waren. So würde zum Beispiel durch das Abendtechnikum die Institution Familie ad absurdum geführt. Bis zum 15. April 1961 wäre der Familie die Meinungshoheit in allen abendtechnischen Fragen zugekommen. Kein Wunder, dass sich die vielgeschmähte Familie, die ja seit Menschengedenken die Keimzelle des Volkes gebildet hätte, obsolet geworden vor dem Fernseher verkrochen und fortan jegliche Auskünfte nach innerfamiliären Fragen zu den Bereichen Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau verweigert hätte. Das wäre das eine gewesen.
Ebenso wäre es sicherlich ein leichtes gewesen, in schnörkelhaft geschriebenen Leserbriefen nachzuweisen, dass den Studenten des Abendtechnikums irgendwo und ganz sicherlich eine finanzielle Bevorteilung zugekommen wäre, die das Land an den Rand des Ruins gebracht hätte. Und nicht zu denken wären all die Ausländer gewesen, die nur deswegen ein Studium am Abendtechnikum begonnen hätten, um damit am Wohlstand unseres Landes zu profitieren. Allein diese Unkenrufe blieben aus. Waren die Liechtensteiner damals schlauer als wir heute? Oder waren sie durch die Arbeit ausgelasteter? Oder lasen sie einfach weniger Zeitung? Wir wissen es nicht. Was wissen wir aber? Zum einen, dass in den präabendtechnikumensischen Jahren außer der Bündner Zeitung niemand eine blöde Klappe hatte. Der Regierungschef hat Mut, übertitelte dieser einen Artikel, in dem sie sich fragte, weshalb Frick seinen Namen für eine Sache hergab, deren Gelingen höchst unsicher sei. Nun, am 28. Januar 1961 erschien in beiden Landeszeitungen das folgende eingesandt: Anmeldungen zum Besuch des Abendtechnikums Vaduz. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund des Schulreglementes Anmeldungen zum Besuch des Abendtechnikums bis zum 15. Februar 1961 einzureichen sind und dass verspätete Meldungen erst berücksichtigt werden können, wenn sich nach Aufnahme aller rechtzeitig gemeldeten Bewerber noch freie Plätze ergeben. Im eigenen Interesse der Bewerber wird um baldige Meldung an das Sekretariat des Abendtechnikums Vaduz gebeten. Abendtechnikum Vaduz im Auftrag A. O. Seger. Hierzu sei die Frage erlaubt, was geschehen wäre, wenn es bereits zum 15. Februar keine freien Plätze mehr gegeben hätte. Und siehe, diese Frage wurde am 25. Februar 1961 wiederum mittels eingesandt geklärt. Erfreuliches Interesse für das Abendtechnikum Vaduz. Zum Besuche des Abendtechnikums Vaduz haben sich 47 Berufsleute im Alter von 20 bis 42 Jahren angemeldet, von denen 41 in liechtensteinischen Betrieben angestellt sind. 30 Interessenten wohnen in Liechtenstein, 15 in der Schweiz und 2 in Österreich. Der Förderungsausschuss, dem die Vorarbeiten übertragen sind, hat sich entschlossen, den ersten Jahrgang in 2 Abteilungen zu führen, wodurch alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. Übrigens, kleine Nachfrage, gibt es die Bündner Zeitung heute noch? Gut, nichtsdestoweniger. Am Samstag, den 15. April 1961, am Nachmittag, wie es in der Vorankündigung in den Landeszeitungen hieß, konnte das Abendtechnikum endlich eröffnet werden. Während auf Radio Beromünster die Sendung Neger als Pfahlbauern lief, im deutschen Fernsehen das Meisterschaftsspiel der Oberliga Südwest Borussia Neunkirchen gegen FK Pirmasens live zu genießen war und Vaduz in Bodio gegen Labone Cadempino 2:1 gewann. Unser Vorzeigeathlet der damaligen Zeit, der Radrennfahrer Adolf Heb, konnte der Eröffnung leider nicht beiwohnen. Er lag verschnupft mit einer Erkältung im Bett, die er sich eine Woche zuvor an der Vier-Kantone-Rundfahrt in Zürich geholt hatte. Es muss für die Gründerväter ein erhebendes Gefühl gewesen sein, festzustellen, dass sich genügend junge Männer gefunden hatten, die nicht mit der Bestellung ihrer Felder oder Weinberge beschäftigt waren, sondern sich für den Besuch des Abendtechnikums begeistern konnten. Auch wenn die Ältesten unter ihnen älter waren als die Jüngsten unter den Lehrern. Von diesen 47 kamen im Übrigen 18 durch. 8 von 30 Liechtensteinern, 8 von 15 Schweizern, einer von 2 Österreichern und einer von keinen Deutschen. Die Deutschen, selbst wenn sie nicht dabei sind, müssen sie immer angeben. Zu erwähnen ist auch, dass in den Folgejahren, als sich der Reiz des Neuen zumindest für die Liechtensteiner Nachtbuben verzogen hatte, mehr Studierende aus der Schweiz kamen als aus Liechtenstein. Aber da war das Abendtechnikum bereits errichtet. Vielleicht, aber das nur nebenbei, kamen auch deshalb mehr Schweizer, da die Stühle eigentlich für Primarschüler gedacht waren. Und ein Liechtensteiner hockt nun mal nicht auf einen Heavily-Schürler-Stuhl. Technikum hin wie her. Immerhin wurden die Stühle 1984, nach 23 Jahren, endlich ausgetauscht. Ob es am Frauenstimmrecht lag, das zeitgleich eingeführt wurde? Jedenfalls ließ sich danach ein Anstieg Liechtensteiner Studenten feststellen. Verehrte Damen, verehrte Herren, weshalb wurde nun aber das Abendtechnikum ums Verrecken errichtet?
Es gibt selbstverständlich offizielle Gründe. Auf diese will ich gar nicht eingehen. Das können Sie nachlesen. Letztlich war es so, es musste etwas für die Jugend des Landes getan werden. Drei Beispiele. Erstens, Bedrohung durch Müßiggang. Am Samstag, 8. April 1961, eine Woche vor der Eröffnung des Abendtechnikums, wurde in der Linde in Schaan der letzte Vortrag der Volkshochschule Schaan für die Söhne durchgeführt. Bedeutungsvoller Titel des Referats von Lehrer Josef Bertsch aus Tschagunz: Warum sollte ich denn kein Hobby haben?